Sturmtruppler zu Star Wars. Schlacht um Ragnarok. Wir sind wieder live. Ich muss jetzt mal gucken, es sind noch nicht alle auf dem Server. Da gab es ein paar Mod-Updates und bei der meisten ist es wahrscheinlich noch nicht aktuell. Deswegen dauert das ein bisschen, bis die nachrücken. Aber wir können uns ja doch schon mal ein bisschen sortieren. Und ein bisschen so die Base abchecken. Bevor wir den großen Konferenzsaal betreten. Oh, es regnet. Wo ist mein Wasserflasch? Auffüllen. Ja, mein Sturmtruppler penne noch unterm Bett. Die haben geguckt, ob das böse, böse Bettmonster unterwegs ist. Einer scheint da schon aktiv zu sein. Als ich eben hier rumgelaufen bin, war noch Kehlfeuer an. Captain Phasma. Mein Lord. Sind unsere Sturmtruppler schon aus dem Kryoschlaf erwacht oder sind sie die Erste? Ich bin die Erste, mein Lord. Ich erwarte ihr Erwachen, um dann uns dann im Konferenzraum wie immer zum Tagesbeginn zu treffen. Nichts anderes erwartet von einem Offizier. Wir werden uns heute darum kümmern, wir haben ein bisschen Metall gesammelt, wie man sieht. Wir werden uns heute darum kümmern, dass unser Basebauer, den wir jo auch wieder zurück hatten, war ja auch noch so eine Aktion. Basebauer ist wieder da, Saboteur ist wieder da, Koch haben wir dazu gewonnen. Es geht endlich vorwärts hier mit der Base. Und wir machen heute Base-Ausbau, denke ich. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir so vorankommen demnächst. Der Aufgang muss auch besser gesichert sein, eine Landebahn, eine Küche wird gebraucht, bla bla. Wir haben da ein bisschen Ausbau heute, würde ich sagen. Ressource ran schaffe in Masse. Wir haben eine Flugmaschine bekommen. Konnte man auf dem Handelsschiff erwerben. Und dort haben wir ja auch den Koch zu uns gewinnen. Ja, da gehört noch ein gescheiter Landeplattform. Ja, und dann hat sich unser Koch auch noch in der Tierzucht als erfahren erwiesen. Ne? Der wird sich da heute um neue Vierergespann kümmern. So können wir heute live. So. Dauert halt jetzt noch, bis die alle joinen. Wenn wir schon mal Chat machen. Ich hab gesehen, der Nessus, der Schatten X, Ilches, Etekna. Schön, dass ihr wieder ingeschaltet habt und dabei seid. Ah, weil leckt's? Warum leckt's? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ui, das war heftig. Das war gerade nicht ohne. Was ist das für eine Stelle? Ist das die Stelle? Ja, dann muss ich aufpassen das nächste Mal. Huch! Jetzt Captain Phasma herkommt, ist ja Wahnsinn. So, wir befinden uns dann alle wieder hier im Konferenzraum ein. Die Fahne gemacht. Nicht gemacht. Ja, ich werde mich da halt um Base-Schmückung und so kümmere. Aber muss auch helfen, Ressource ran, Schleife. Je nachdem, wie viele Sturmtruppler heute erwachen. Ich kümmere mich mal gleich da um Fleischbeschaffung. Rennt da immer Gefiechs rum. Heute nicht. Heute keine Tierchen. Keine Tierchen! Ah doch, da ist doch eins. Oh, haben wir doch eins. Die Leute sind alle noch am Joiner, das dauert noch ein bisschen. Ich hab die Grafik zu hoch. Nur kurz Grafik. Danke, los. Lexia, ist das Regen oder warum ist das so?
Good choice. Fasma, Sie informieren mich, sobald die Sturmtruppler erwachen. Natürlich, mein Lord. So. Er sieht mir Hanna einiges für CP zu machen, ne? Chitin-Do. Fehlt an Steine. Was denn? Denkchen? Nö. Das Lecke, das ist ja mein Rechner. Der hat doch irgendwie Probleme. Also, Stream-Programm sagt heute alles in Ordnung. Letztes Mal hatte ich ja da so ein paar Problemchen. Die habe ich heute nicht. Heute habe ich super Verbindung mit Twitch. Kann man echt nicht meckern. Also, das ist es nicht heute. Irgendwie. Wow, schon wieder. Freeze. Wahnsinn. Ja, sogar der Ton. Ahnung, was das ist. Krass. ja, ich kann dir nachvollziehen. Ich hab mich da schick machen gelassen. Fasma schmeckt da ein bisschen aus. Ich weiß nicht. Das ist doch dort der Gang viel enger. Und zwei Sachen drin. Bitte mal A ordnen. Darf immer noch mit der Ragnar-Münze rum und deponiere. Ah, mein Schüler. Wir haben ein Level up. Maschinen können wir jetzt auch andere Orte bereisen. Mal ein bisschen besser umschauen und so. Wird interessant. Schüler hat ja Daumenkneifer getamed. Tamed, den Willen aufgezwungen. Wenn wir jetzt viel besser schleifen.
Ich mach das jetzt einfach schon mal. Geh mal auf die Frequenz, dass mich Captain Phasma hört. Wir haben hier auf die 61 gewechselt. Welle, unser Funkgerät, den wir in die Finger bekommen haben. Wer frisch eingeschaltet hat, die Folge starten am 1.6. auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ich alles nachschaue, was bisher geschah. Ja, hier sind dann halt in der Vergangenheit in der Hinsicht. Und wer mitmachen will, ja, Server, RP in der Chat. Kommt alles, was wir brauchen. Modlist, IP, Passwort. Passwort ändert sich immer wieder von Stream zu Stream. Bis ich dann am Ball bleibe. Streamzeite, Insta und Samstag, je 20 Uhr. Jetzt wohl. Befehl. Ich hab mich verlaut. So, ich mach da mehr Gewicht drauf. Hopp, laufen. Oh, ich muss zurück, die Nachtruhe muss in Galvera. Obwohl, die Sturmtruppler sind ja erst auf Wache kommen. Wir machen jetzt erstmal die Bahn dann voll. Kann ich halt raus über Nacht. Augenzwinkern dort dafür. Oh ja, Akolyt. Omnium Street. Alles schön sichtbar. Echt nice von dir. Vielen Dank. Die Macht mit dir sein. Was denn jetzt mit meiner Steuerung? Moment. Was denn das? Heute habe ich es aber wieder mit Arc hier. Geht's wieder? So. Wo ist denn unser Schlepper? So. Einmal alles verdreht, sieht man nichts mehr. Oh, mein Meister. Schön, schön. So muss das sein. Du hast das verstanden. Alles klar. So, ist der Iguanodon jetzt überladen, wenn ich A noch drauf gehe? Ich bin runter, kann schon noch schnell laufen. Hier nimm deinen Helm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Jetzt bin ich offizielle Sturmtruppler. Hast alles richtig gemacht.
Manodon kommt mit. Das war klar. Sturmtruppler. Mein Imperator. Ich habe eine große Lieferung. Brennholz, Bauholz, je nach Qualität. Wow, wir haben einen ordentlichen Bizeps. Sind Sie der erste Sturmtruppler, der aus dem Kryoschlaf erwacht ist? Oder gibt's noch mehr? Ich hatte Türen auf uns zuschlagen gehört, aber ich weiß nicht, ob ihr das wart, mein Lord. Captain Phasma ist auch schon unterwegs. Kommen Sie, ich halte Ihnen die Tür auf. Danke, mein Lord. So vielen Brettern unter den Armen. Oh, da wird schon das Lager sortiert, okay. Oh Gott, hätte ich das gewusst, hätte man kein Holz gebraucht. So. Muss man Captain Phasma suchen. Mein Lord. Wie viele Sturmtruppler sind bereits erwacht? Ich habe den Saboteur gesehen und den Architekten. Saboteur! Saboteur! Ja, Imperator? Wenn Sie schlafen gehen, machen Sie Ihre Fackel aus oder Sie brennen die ganze Bude ab. Das ist mein Nachtlicht. Ja, bis du einschläfst und es fallen lässt. Dann hast du ein Feuerbett. Ausmache. Und fast mal im Morgengrauen werden wir die Sitzung abhalten. Wir sind genug erwacht. Jawohl, mein Lord. Guten Morgen, Captain. Grauen. Guten Morgen, Sturmtruppler. Guten Morgen. Wir haben es gehört. Im Morgengrauen findet die Sitzung statt. Alle kommen zu spät. Alle kommen zu spät. Ich lege Ihnen hier ein paar neue Lagerkisten in diesen Schrank. Genaueres bezüglich dem Lager besprechen wir gleich in der Sitzung. Hallo. Wie erwünscht, Captain. Hi. Guten Morgen, Master.
Was verstehen die unter Morgengrauen? Also 6.40 Uhr, also wie lange soll ich denn da jetzt noch warten? Ein bisschen spät. Mein Lord, ich hatte Probleme mit den Sturmtruppen. Wie Sie sehen, sind diese eben auch noch nicht anwesend. Dann trommeln Sie sie zusammen. Ich dachte, die Tür geht jetzt auf und es kommt einer um Anna. Sturmtruppler angetreten zur Konferenz. Saboteur, zur Morgenbesprechung. Los, los, der Lord wartet schon. Saboteur. Ja. Zur Morgenbesprechung, bitte. Der Lord erwartet Sie und um mich bereits. Ein Architekt, der Konferenzraum wird langsam zu klein. Ich möchte nicht wegen Ihnen irgendwelche Maßnahmen oder Bestrafungen kassieren. Also in unserem Besprechungsraum. In der Tat, mein Lord. Wir haben einen Besprechungsraum. Ja, schon lange. Kommen Sie mit. Ich werde mich der Sache annehmen, mein Herr. Mein Lord, ich denke, es sind alle anwesend. Es sind bisher keine weiteren aus dem Kryoschlaf erwacht. Bedauerlich. Gut. Das sind unsere heutigen Truppen. Heute wird das Hauptaugenmerk auf unsere Behausung gelegt. Genug Ressourcen heranschaffen, damit unser Architekt einen ordentlichen Schub an Baumaterial bekommt. Wir konnten ja Koch aus dem Schmugglerschiff befreien, einem erfolgreichen Boxkampf. Damit muss auch eine Küche her. Weiterhin hast du dich ja das letzte Mal um die Springer gekümmert mit ihren Eiern. Haben sie da bereits Erfolg? Mein Lord, ich habe bis jetzt nicht weiter daran gearbeitet. Gut, erforsche dies, bis deine Küche fertig ist. Captain Phasma, haben Sie noch? Verstanden. Weitere Befehle für die Sturmtruppler? Nun ja, ich denke, für eine effektivere Bau. Ja, für ein effektiveres Bauen müssen wir das Lager in die erste Oberetage verlegen, weswegen die Schlafquartiere der Sturmtruppen ebenfalls eine Etage nach oben verlegt werden muss. Mein Quartier habe ich bereits abgebaut und nach oben getragen. Fehlt noch das Lager der Sturmtruppen. Gut, das ist ja aber mit dem Architekten abzusprechen. Genau, und eben dass die Erweiterung des Lagers und des Arbeitsraumes vielleicht auch noch mehr schmelzen, damit wir effektiveres und besseres Metall gewinnen können. Saboteur, wir brauchen sehr seltene Ressource. Können Sie uns da weiterhelfen? Ich habe bisher keine seltenen Ressourcen entdeckt. Das ich ging bisher der Aufgabe hinterher, die sie mir da gestern gegeben hatten. Was war das nochmal? Den Weiterbau der Holzstrukturen. Gut, gut. Auch da muss ein ordentliches Update her. Lassen Sie sich in der Steinverarbeitung unterrichten. Das Holz ist nicht gegen diese heimischen Kreaturen gewappnet. Gut, dann werde ich diese Aufgabe meinem Schüler überlassen. Seltenere Ressourcen heranzuschleifen. Zu erforschen. Brauchen
Dieses flüssige schwarze Zeug, mit dem das Luftschiff betrieben wurde, der Schmuggler. Wir konnten da ja einiges in Erfahrung bringen. Es gilt nur rauszufinden, wo die Quelle dafür ist. Planeten. Verstanden, Schüler? Ja, Meister. Von meiner Seite her wäre das alles. Noch welche Fragen? Vorerst nicht, mein Lord, aber wir sollten uns vielleicht in ein, zwei Tagen auf jeden Fall nochmal zusammenfinden, damit wir immer wieder sehen, ob auch im Lager noch genügend Ressourcen vorhanden sind. Unser Lager ist zwar im Moment gut gefüllt und jeder kann an seinen Projekten arbeiten. Wenn das Lager sich jedoch nach und nach leert, müssen auch wieder genug Ressourcen nachbeschaffen werden. In dem Sinne weggetreten. Ich werde mir mal so Werkzeug geben lassen, denke ich. Hier sogar. Werkzeug ist nicht. Okay, dann altmodisch. Teile ranholen. Dann nehme ich noch mit. Warum lägt dann das so? Nee, jetzt komme ich doch nicht hoch von der Seite.